Willkommen zurück zu Ron's Human und unserem kleinen Lachenden. So, ich habe jetzt nochmal währenddessen ein bisschen gefarmt. Wir haben ein paar Ressourcen aufgestockt. Unsere Axt ist jetzt auch kaputt gegangen. Die würde ich jetzt gerade einmal nachmachen. Ja, die ist ein bisschen kaputt gegangen. Und ich muss mich nochmal kurz revidieren. Und zwar habe ich mich jetzt gewundert, wo unser Essen ist. Und das ist alles verdorben, das Fleisch, was wir von den von der Jagd hatten. Also es gibt doch verdorbenes Essen. Ja, es ist nur die Frage, ob auch das andere Essen alles so verdirbt. Wenn ja, ja, ihr seht es ja hier, dann wird es kritisch. Aber naja, ist ja jetzt, tut ja jetzt nichts zur Not, das passt. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine Waffen, also die Waffenwerkbank haben wir jetzt hergestellt, ne? Haben wir ja im letzten Part auch gemacht. Das heißt, wir können jetzt so ein paar Sachen bauen. Hab jetzt auch nichts weiter getan, hab noch ein bisschen rumgeguckt, hab noch ein bisschen Wasser gemacht, sehen da unten auf einer 5. Haben jetzt 65 Wasser, unsere kleinen Wasserspender, da haben vorhin was gebracht. Auf jeden Fall sollen wir jetzt die MP-Maschinenformel erhalten. Das heißt, wir gehen mal in die Wiege und gehen hier hin und dann gehen wir hier auf Grundausrüstung. Einmal bestätigen, bitte. So. Dann hätten wir das mal. Dann haben wir jetzt natürlich auch bessere Sachen, ist ja ganz klar. Hier hätten wir vorher vielleicht mal machen sollen. Jetzt haben wir schon alles verballert. Ist ja jetzt erstmal egal. Also jetzt sollen wir erstmal eine Waffe herstellen des beliebigen Types. Ja, das heißt, wir haben ja hier die Schrotflinte, sehen wir ja. Wir haben die MP hier gekriegt, wir haben die AK bekommen, was ich nicht so geil finde. Und das war's, glaube ich, erstmal, ja. So, es ist die Frage, nehmen wir die Maschinenpistole, da müssen wir halt aber ziemlich nah ran. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt erstmal einfach die Pistole. Lassen das Zeug jetzt erstmal herstellen, weil Materialien haben wir ja genug. Dann stellen wir mal eine Pistole her. Wunderbar, hätte ich gleich ausrüsten sollen. Und dann bauen wir jetzt auch noch gleich Munition dafür. Das heißt, wir brauchen erst Schießpulver. MP-Munition, Präzision, LMG, Pistolenmunition. Wir haben aber noch ein bisschen. Wir haben ja gefunden gehabt. Da stellen wir jetzt gerade mal 480 Munition her. In der Zeit K war es, ne? Ja, so langsam oder allmählich. Machen wir die MP mal raus und machen die normale Knarre rein. Und die MP lege mal jetzt mal weg. Da können wir auch gleich noch die Munition wegmachen von der MP. Weil ich finde die aktuell nicht so geil. Ja. Aber das tut ja jetzt nicht zur Not. Es passt mal auf. Können wir die nicht hier reinlegen? Die haben wir hier. Alles einlagern, Rucksack sortieren. Die können wir nicht hier hinlegen. Passt mal auf. Modifizieren. Können wir die nicht ablegen? Speichern. Ah, ich glaube, da brauchen wir Waffenwerkschrank, Waffenschrank dazu, ne? Entschuldigung. Ja. So, wir bereiten uns jetzt erstmal nur vor, weil ich möchte gerne jetzt Richtung Quests gehen, dass wir da ein bisschen vorankommen. Und dann gucken wir mal weiter. So, das kann alles hier rein. Da haben wir ja ein bisschen was vorgetan und jetzt müssen wir mal gucken, weil die Jungs und Mädels hier brauchen ja Stimmung und alles. Und da sollten wir eigentlich mal gucken, ob wir einen Blumentopf machen können. Möblierung, wartet mal hier, der Anbau. Ne, das war nicht das, was hier war. Ne, Pflanzkasten könnten wir sogar machen, brauchen wir Verdorbenes dafür. Und dann Lehmboden. Wahrscheinlich brauchen wir den Lehmboden dann dafür. Müssen wir mal gucken, passt mal auf. Ich hoffe, das Pfeifen hört man jetzt nicht so. Ich weiß nicht, was da draußen schon wieder abgeht. Hier. Regenwassersystem. Lufttrocknung haben wir hier. Und dann haben wir hier den Lehmboden. Wie viele Punkte haben wir noch? 8. Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist der Kompost. Und dann ist da der Pflanzkasten. Eieiei. Wirf verdorbenes Essen nicht sofort weg. Komposiere es zu Dünnern für deine Felder. Da brauchen wir nochmal 3. Und hier unten brauchen wir 5. Ja, das kriegen wir nicht hin. Verkaufsautomat, okay. Lufttrocknung. Ja, könnte man so ein Gestell machen. Könnte man ein konserviertes Essen machen. Das hält dann wahrscheinlich länger. Ja, technische Lufttrocknung. Energieverwendung. Okay. Bin jetzt echt am Überlegen. Machen wir mal den Kompost. Und dann gucken wir uns das jetzt gleich mal an. So, wir sollen auch noch ein Bett bauen, das machen wir natürlich noch. Hier ist der Kompostbehälter, brauchen wir Steinziegel.
Können wir leider noch nicht. Und hier ist dann der Lehmboden. Okay. Aber wie gesagt, wir, das ist die Wasserpumpe. Wir brauchen ja erstmal noch ein paar Punkte. Okay. Ja gut. Müssen wir ja alles mal machen ein bisschen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Okay. Das ist noch nicht fertig, aber die Munition ist jetzt fertig. Wunderbar. Dann haben wir das. Und jetzt Ankunft an Ding. Teleport empfohlen. Und da möchte ich gerne hin. Und dann teleportieren wir uns mal in die Stadt. Wie gesagt, Quest ist jetzt erstmal egal. Quest, sage ich schon. Die Story so. Ja, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Und diese Dinger hier möchte ich auch mal gerne wissen, was er Post und hier Post und naja. Okay, also. Die Reise abgeschlossen. Können wir jetzt auch mal gleich alles einnehmen. Werden wir eh bald ein Level machen. Denke ich mal. Was haben wir noch? Gärtner und Natur. So. Okay. Jetzt klicken wir uns erstmal bei den Dingern hier durch. Bei den Händlern. Lass mal in den Lade gucken, was da so gibt. Reflexgewehr. Waffenzubehör. Kann auf Revolvern platziert werden. Kostet 1000 Energie. Nice. Pyrodino. Lässt sich durch die Kämpfe zusteuern. Open, öffnet, Helm, bla bla bla. Alle diese Gegner. Schalldämpfer, wichtig. Okay, wir haben jetzt 2000. Ich weiß halt nicht, ist das ein Revolver, den wir anhaben? Eigentlich nicht, ne? Das ist eine Pistole und kein Revolver. Riskieren wir es? Okay, da kann man nichts machen. Ich weiß nicht, ob wir es riskieren sollten. Ne, hier haben wir dann hier haben wir dann noch andere Reflexvisiere. Wahrscheinlich da ein bisschen besser, ne? Zielgeschwindigkeit, Stabilität. Minus Präzision, minus Beweglichkeit. Okay, Mündungsdämpfer hier, das ist, das sind schon interessante Sachen hier dabei. Jetzt wird die ganze Chose so ein bisschen interessant, finde ich. Und was hat er jetzt hier? Zielgeschwindigkeit, Stabilität. Und hier gehen wir Reichweite mehr. Glock. Ich möchte halt nicht das Zeug ausgeben, wisst ihr, was ich meine? Und nachher können wir es nicht aufsetzen auf das Teil. Ach, wir probieren es jetzt einfach mal. Komm, no risk, no fun. Mini-Visier drauf. Mal gucken, ob wir das modden können, die Waffe. Halt, Zubehör. Visier, wir können es draufsetzen. Wunderbar. Für Ausrüsten F. Okay, jetzt. Also, dann können wir jetzt mal hingehen und können dann auch noch den Schalldämpfer holen. So, wunderbar. Wunderprächtig. Ich drücke mal die falsche Taste. So, Zubehör und dann nochmal die Mündung drauf. F. Wunderbar. Okay, dann haben wir da jetzt einen Schalldämpfer drauf und so. Das ist ganz gut. Wir haben sehr viel Schuss. Und dann haben wir jetzt viel Energie und alles ausgegeben. Aber das ist jetzt halt nun mal. Es muss halt nun mal so sein. Also, dann klicken wir uns jetzt hier mal durch. Ja. Bin schon gespannt drauf. So. Dann sollen wir das hier machen. Das sind unsere Schnellreisepunkte. Ne, diese Dinger hier. Und wir können uns praktisch auch hier teleportieren. Das heißt, wenn wir jetzt zusammen mit jemand anders spielen wollen, ne, und der ist jetzt in Instanz 3 zum Beispiel, und wir in Instanz 1 können wir rüber teleportieren oder derjenige zu uns dann in die Instanzen, und dann können wir das zusammenspielen, das Spiel. Ne, das ist halt nicht nur serverbedingt, das sind auch noch, wie gesagt, auch noch Instanzen auf den Servern. Also alles sehr gut gemacht. So. Good luck. So, wir klicken uns jetzt da einfach mal durch, weil wie gesagt, ich habe so Bock auf das Game. Ich will dieses Game spielen mit euch. Und für die Aufnahmen ist das halt ein bisschen bitter immer so, ne? Aber dadurch, dass ich ja praktisch die Geschichte ein bisschen rausnehme, kann ich dann auch nach den Aufnahmen oder nach den Aufnahmen-Sessions auch noch weiterspielen, ne? Ohne dass ihr irgendwas verliert. Großartig an, wie sagt man, an Bezug zum Spiel, so, ne? Weil wenn ich jetzt da wirklich hardcore mit der Story farmen würde und alles, was ich ja normalerweise mache, kann ich eine Woche lang das Game nicht anfassen.
Da müsste ich einen extra Charakter spielen. Das habe ich früher gemacht. Nimmt mir dann irgendwann mal sehr schnell den Spielspaß an dem Game. Ja, das wollen wir ja nicht. So, wir haben jetzt unser Moped bekommen. Nice. Da ist unser Moped. Oh yeah. Yo, yeah. Also, G können wir es rufen. Oh. Platzieren mal. Wunderbar. Haben wir das auch gemacht. Und dann L. Okay. Wir sollen jetzt dahin fahren, ne? Aber wir haben jetzt hier doch nochmal irgendwas, ne? Wir haben hier noch eine Nebenquest, die nehmen wir jetzt auch mit. Dann haben wir da nochmal was. Was haben wir hier? Ah! Nice! Das sind die wöchentlichen, ne? Sehr schön. Erhalte 100 mal Holzblöcke, Questbelohnung. Okay, ich verstehe. Klicke, um Auftrag anzunehmen. Okay, das verstehe ich. Ist ziemlich einfach. Lege 3000 Meter mit dem Fahrzeug zurück. Das können wir zum Beispiel mal annehmen. Können wir da mehrere annehmen? Besiege 15 Mutanten. Oh, nice. Jage 20 Tiere. Verwende 5-mal einen Aktivator. Das lassen wir mal. Fundamente setzen können wir es leider nicht mehr machen. Bereite 30 Portionen Wasser zu. Das hätten wir vorher nehmen sollen. Schmelze das, hole das. Okay, wir können nur 5 Aufträge mitnehmen. Okay, das ist aber sehr interessant. Das ist geil. Dann hat man auch praktisch auch ein bisschen was zu tun, ne? Das finde ich stark. Das finde ich richtig stark. Okay, das ist geil. Also da freue ich mich. Dass man da auch ein bisschen mehr zu tun hat, als immer nur Hauptquesten und irgendwelche Sachen zusammenzufarmen. Haben wir jetzt hier alle angenommen? Sieht so aus, ne? Ach, ich drücke wieder alle Tasten und dann doch nicht. Hey, es passt mal auf. War das jetzt... es war nicht O. Ach, ich L war's. Jetzt. Das sind die Aufträge. Die können wir jetzt mal zuklappen. Dann haben wir die Weltenaufgaben. Mutantenexperte. Ja, die Dinger hier sind auch noch wichtig. Habe ich jetzt vorhin gerade gesehen. Oder haben wir ja zusammen geguckt. Das sind dann die Hauptquest. Mutantenexperte. Aber haben wir jetzt alles? Yes, and this rest assured, as far as I suggest. Ich glaube, jetzt haben wir alle mit. Okay. Also, jetzt passt mal auf, jetzt haben wir hier noch was. Und zwar hier, Haus des Kriegsgottes. Aufgabe verfolgen und die auch verfolgen. Machen wir die jetzt erstmal an. Wir müssen einmal dahin und einmal haben wir hier noch irgendwas in dem Gebiet, ne? Oder? Folge auf der Minicap den nächsten Aufgaben zur Standort. Okay, also wir müssen da lang halt. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Moped. Mit unserem neuen. Fahren. Nee. Fahren. Danke. Ich glaube, hier vorne gibt es auch noch eine kleine Nebenquest. Wie war denn das jetzt mit Absetzen F? Okay. So, wir nehmen jetzt einfach erstmal alles mit. Ach, hör doch mal auf mit dieser Post. Ja, man weiß ja nie, für was man das alles brauchen. So, hätten wir das auch mal erledigt. Rauf aufs Moped. Und dann fahren wir mal zur ersten kleinen Nebenquest. Jetzt passt mal auf, lasst mich mal ganz kurz gucken. Haben wir auch alles in der Nähe? Also hier ist die Hauptquest. Und hier sieht aus, als wäre hier alles in der Nähe. Also es sieht so aus. Ja, hier haben so ein, zwei Spieler gebaut, ne? Wie sieht's denn er auf dem Motorrad? So. Okay. Steige mal ab. Und auftanken, fahren. Ja, müssen wir dann aufpassen. So, dann nehmen wir mal uns. Was zum. Was war denn das jetzt? Okay.
Okay, da können wir jetzt anfangen wieder zu looten. Ja, ihr wisst Bescheid, weil wir brauchen das ganze Zeug hier. Wir müssen ja eh noch ein paar Gegner umnieten. Da hinten gehen wir auch gleich hin. Erstmal auf da lang. Und das sollten wir ja auch machen da oben, ne? Wieder diese lila Zeug da, das sollen wir alles mal machen. Okay, dann gehen wir mal runter. Okay. Aktivieren wir natürlich, ist ja ganz klar. Weil das wird eh nach einer Hauptquest, das weiß ich halt schon aus der Demo damals. Da sparen wir uns ein bisschen Zeit. Okay. So ein Laservisier oder eine Taschenlampe wäre noch geil an der Waffe. Ah, da hinten fährt gerade einer mit dem Moped. So, wie kommen wir jetzt da rein? Nehmen wir doch mal die Tür hier, die ehemalige. Wunderbar. Hier waren wir jetzt schon. Ja, das Zeug jetzt hier alles zu finden, das wird sowieso lustig. Okay. Jedes Mal. Achso, nur das hier ist gezielt halten und einmal draufdrücken, zielen wir mit dem Ding. Okay. Muss man auch erstmal wissen. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe mich jetzt schon gefragt, wo unser Reflexvisier ist. Jetzt weiß ich's. Ja, okay, aber die zieht dann schon extrem. Das ist dann eher was für, fürs richtige Visier, also so ein richtiges Zielfernrohr, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Also entweder machen wir extrem wenig Damage, oder sie haben die Damage-Zahlen ein bisschen geändert, was ja auch völlig in Ordnung ist. Na, wir brauchen definitiv mehr Muni. Okay, dann können wir jetzt mal nach oben gehen. Da liegt nichts drin. So, nehmen wir alles mit. Ihr kennt das ganze Spiel. So. Wunderbar, da ist die Waffenkiste. Aha. Dankeschön. So, jetzt passt mal auf. Wir drücken mal K. Ich weiß nicht, ob wir was gekriegt haben. Mods, hier haben wir doch eine Waffen. DPS nach oben. So. Wunderbar. Gut. Sehr schön. Okay, dann haben wir das jetzt. Eine Kiste von zwei. Eine Kiste von zwei und wir brauchen noch eine mysteriöse Kiste. Ja, das ist dann wieder dieses lilane Ding. Da oben, da oben. Da oben, da oben. Komm mal, da so rüber geflogen. Jawohl. Oh, nice. Er zieht sich dran. Das finde ich gut. Und dadurch, dass wir den Schalldämpfer drauf haben, sind wir ja relativ ruhig unterwegs, in Anführungsstrichle. Und die rennen uns nicht sofort die Bude ein. Finde ich gut. Halt das mitnehmen, bitte.
Hui. So, und das müsste jetzt alles eigentlich sein. Ja, jetzt machen wir statt, glaube ich, 100 oder 105, ne? Kann das sein? Oh. So. Und das war's, jawohl, wunderbar. Da haben wir jetzt wieder das nächste Teil gefunden. Sehr schön, dann haben wir das nämlich hier abgeschlossen. Sehr gut, sind dann jetzt auch einen Stufenaufstieg hoch. Wir müssen da rüber, ne? Jetzt bloß nicht festbacken, Giga. Bloß nicht festbacken! So, da müssen wir nämlich hin. Ah! Komm! Oh, benötigter Gegenstand, was brauchst du aus meiner Liste? Was brauchst du? Liste aus das. Oh. Der ist nämlich richtig geil, den habe ich nämlich beim Nachbar entdeckt gehabt, weil der farmt. Jetzt ist nur die Frage, was braucht der? Hat da einer Post hingestellt? Material ist vor und hier. Okay, das finde ich geil, dass man da so die Post hinmachen. Another on the collection. Give ihn 3 Copperohr. 30 Copperohr. Okay, das müssen wir uns merken. Oh, das machen wir jetzt sofort dann. Also das ist eine richtig geile Funktion, dass die Leute praktisch angezeigt werden, was sie hier machen müssen. Okay, da müssen wir gleich wieder hierher. Weil das, den kleinen Kerl will ich mitnehmen. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, farmt er nämlich. Und das ist dann halt natürlich geil. Benutzen. Wunderbar. Das hier benutzen wir auch mal. Dass wir einfach mal was gegessen haben. Nein! Jetzt habe ich das Falsche genommen. Na, egal. Ja. Müssen wir nochmal hoch. Ja, das ist der auch. Er gibt elementar Nachwuchs Copperohr. Da oben steht es ja auch. Also 30 Copperohr sollen wir ihm geben. Sehr stark. Aber anscheinend findet man das hier. Jetzt ist nur die Frage, Copperohr? Ist Copperohr, sind das die Barren oder ist das, sind das nur die Materialien? Also wisst ihr, was ich meine? Die unfertigen. Copperohr, Copperohr, jetzt müssen wir mal gucken schnell. Wir sammeln mal schnell. Dann wissen wir es ja. Kupfererz. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Aber Barren heißt ja, glaube ich, anders, oder? Jetzt bauen wir mal schnell das Zeug ab. Und da haben wir es ja auch schon. Und jetzt gucken wir mal. Oh, das wäre geil, wenn wir den jungen Dude bekommen da. Also heißt das für uns definitiv Ding mitnehmen. Nebenquests, weil dann bekommen wir nämlich die Mutationen. Ist stark. So. Und natürlich auch alles immer durchgucken. Ja, die kleinen Scheißer sind gefährlich. Ich hab noch einen gehört. Das kann aber auch draußen sein. Ja, es ist draußen. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und jetzt gehen wir zu den kleinen Dude hier. Und dann hoffen wir es mal, dass es... Ja, es ist das Kupferohr. Kupferohr. Perfekt. Nice. Und ich glaube, jetzt haben wir den nächsten, ne? Oh ja, hier. Jetzt pass mal auf. Jetzt müssen wir halt... Nice, da hämmern. Geil. Und ich glaube eben, dass er uns farm geht. Ne? Wäre halt geil. So, was haben wir jetzt hier noch irgendwie Nebenquesten offen? Das haben wir jetzt erledigt? Anscheinend nicht. Das heißt, wir können uns
nicht dahin teleportieren. Wir müssten einmal. Okay, wir gehen jetzt erstmal einmal nach Hause. Und dann gehen wir in die Stadt. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge den kleinen Dude mal an, weil wir müssen ihm ja auch so eine kleine Kiste bauen. Bis dahin, tschippedö.